Gut, es ist einfacher, wenn die einfach das Schild wegnehmen, dann kann ich die kaputt machen. Stirb, stirb. Komm hier mal, ihr Schwein. Wow. Komm, und? Das Schild wird doch eigentlich voll heiß. Ich könnte das doch bestimmt gar nicht mehr halten, wenn ich dann einmal Feuer spucke. Mich jetzt zu erwarten. So, okay. Einfach mal weitergehen. Huch, 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 huch. Hör auf. Danke. Ist das Wasser oder Strom? Okay, das ist Wasser, was nicht animiert ist. Und ich glaube, nicht animiertes Wasser, also wo es keine Animation gibt, ist böse. Auch wenn ich das jetzt relativ spät im Spiel erst feststelle, aber ja. Eins, zwei. Okay, der andere ist direkt mit explodiert. Oh, dahin war Energie. Ich glaube, es sind kleine Eier oder so. Also jetzt nicht Eier in Form von Hohen, sondern nicht geschlüpfte Eier, woraus Schmetterlinge rauskommen, obwohl die vorher Beine hatten. Okay, da brauche ich wieder irgendwas Großes. Noch mehr Energie. Okay, wo gehe ich zuerst lang? Ich gehe zuerst mal hoch. Hallo. Wie du siehst, hat ein böser Ochse unsere Waffenkammer eingenommen. Wir dachten, dass das Einfrieren der Wege Tiere fernhält. Der Ochse ist ziemlich hart. Ich rate dir, Bomben gegen ihn zu benutzen. Und selbst dann brauchst du mehrere Bomben. Explodierenden Bomben ausweichen, Bomben gegen Ochsen einsetzen. Okay. Wo sind hier Bomben? Wird mir angezeigt, wo da Bomben sind, oder muss ich die von denen auffangen? Hä? Okay, so funktioniert das scheinbar nicht. Ach so! Ah, ich muss ja einfach auf den drauf, also in Anführungsstrichen, einfach nur auf den drauf schießen. Okay, ich kann auf Eis nicht springen, das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht. Das war jetzt ein Speicherpunkt, oder? Danke. So, okay. Oh. So, stirb. Die Hälfte ist schon mal weg. Okay. Ihr habt ja nicht so viel gezeigt. Finde ich schade. Ich finde das ein bisschen blöd, dass ich hier nicht springen kann. Oh, weil der klebt irgendwie so auf dem Eis fest. Das fühlt sich zumindest beim Spielen so an. Ja, ich habe den direkt wieder in die Fresse zurückgeschossen, als er ihn überhaupt losgelassen hat, die Bombe. So, das war's schon. Geil. Hervorragende Arbeit, Drache. Jetzt können wir unsere Stadt anständig verteidigen. Nimm diese, dem Auge schmeichelnde Belohnung. Sehr gut. Danke, Herr Logistik-Droide. So, ich gucke da jetzt aber gerade nochmal, ob hinten beim Ochsen noch jemand ist. Ach, schön, dass sie noch eine Energieleiste hat. Finde ich gut. Okay, da ist noch eine Bombe. Die kann ich aber nicht holen, weil ich kann auch nicht springen. Aber was ist dieses Dreieck da links? Das verstehe ich nicht so ganz. Naja. Ist ja royal. Bombe! Bombe! Moment, 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 Moment. Bombe da hinbringen. Frage ist nur, wie an Bombe kommen. Ja, wir gehen erstmal weiter. Vielleicht bringt irgendwie der PowerPoint irgendwas. Irgendwie Aufschluss in diese Sache. In diese mir noch unbekannte Sache. Stirb. Das ist ganz schön fies, dieses Grün auf Grün. So. Ich darf mich nicht bewegen, während ich den Aufzug fahre. Wie viele Gegner sind das noch? 9. Ah, noch einige mehr Edelsteine. Und Nummer letzte. Nummer letzte, genau. Ah, ich verpeile das immer mit dem scheiß Strom. Stromi-Wetter. Ein paar Einer. Wenn das alles 10er wäre, dann wäre ich jetzt fertig mit dem Level. Achso. Noch weiter nach unten? Mein Gott. Der letzte Bereich scheint... Oder nach oben. Ist eigentlich irgendwie sinnlos, dass ich drauf haue und gefährt nach oben. Boah! Boah, war das knapp. Das war echt Rettung in letzter Sekunde. So, ich habe jetzt einfach mal erwartet, dass da vielleicht einer ist, aber... Glücklicherweise war dem nicht so.
Stirb! Na gut, ein paar immerhin. Hm. So, Arschloch. Von hier aus komme ich nirgendwo hin. Gut. Aber irgendwas war da im Wasser, ne? Habe ich da richtig gesehen oder habe ich mich schon wieder verguckt? Ich habe gedacht, da wäre irgendwas rumgeflogen. Da oben ist ein UFO. Ist auch interessant. Nein! Leck mich. Ich muss da hoch. Fahr mich bitte hoch. Danke. Nicht so weit. So weit will ich doch gar. Oder? Okay, doch, ich will doch so weit. Boah, Powerpunkt mit! Hier! Feuer und Flug! Geil! Ah, Spyro! Ich habe gehört, dass du kommst. Danke für deine Bemühungen, diesen Coup zu vereiteln. Nimm bitte dieses Objekt, das lebenden Kreaturen zu gefallen scheint. Und tada! Diesen Coup. Coup. Ich habe die Kühe bekämpft. Ah! Das ist eine Neuheit in Avala. Ein kombinierter Powerpunkt. Gott sei Dank bist du hier, um ihn zu testen. Diese Schafe in ihren Raumschiffen müssen aufgehalten werden. Schafuntertassen runterholen. Die sind doch irgendwie süß. Auf geht's! Stirb! Wo sind die anderen beiden? Wie viele Sachen hier noch sind? Soll das irgendwie das letzte Level sein, irgendwie oder so? Stirb doch mal weg! Wo ist der dritte? Der ist jetzt reingeflogen, okay. Dann versuchen wir erstmal alles aus der Luft hier zu holen. Also alles so, was wofür ich das brauche. So. Das war's. Hervorragende Arbeit! Du hast diese Schafe unsanft landen lassen. Dieses Kugelgerät ist ein Beweis deines Könnens. Dankeschön. Die haben sogar Steine groß geschrieben, ja? Die achten auch auf die Anreden, ja? Ich wusste es! Die ersten Schafe haben einen Hilferuf ausgesandt. Jetzt kommt die nächste Flotte Untertassen. Okay, 5 Sterne. Zweite Flotte abschießen. Wie viele sind das jetzt? 5. Okay, das ist doch eigentlich okay, oder? Oder könnt ihr es mehr irgendwie haben? Homing Missiles. Okay, ich könnte jetzt da hinten schießen. Konnte ich das vorher auch? Weiß ich nicht. Ich ball hier einfach nur durch die Gegend, um zu gucken, dass ich irgendwas kaputt mache hier. Ah, es macht auf jeden Fall Spaß hier, ey. Soll ich solche Aufgaben mag ich so? Rumfliegen, rumballern. Ich schieße so ein bisschen so auf Weltraum-Shooter. So, fick dich. Und der letzte. Guter Flug, Flieger. Du hast die Genialität meines Doppelpowerpunkts bewiesen. Nimm das hier als Erinnerung an deinen Sieg. Dankeschön. So, ich muss jetzt eigentlich alle Kugeln hier haben, glaube ich, oder? Edelsteine bei weitem noch nicht, aber zumindest alle Kugeln. So. Sehr schön. Alle Gegner getötet. Jetzt muss ich noch Edelsteine sammeln. Das geht, glaube ich, hiermit am besten. Komme ich da oben drauf? Oh ja. Wobei, kann ich euch so kaputt machen, oder? Jo. Ich habe keinen Spaß mehr. Ich muss dich mit dem Superschuss kaputt machen, du Sau. So, ich weiß auf jeden Fall noch, dass da bei dem einen Stier-Ochsen-Kampf da... Da war auf jeden Fall noch eine Kiste, die ich so hätte kaputt machen müssen. Also mit dem Superflammen des Todes. Mal Energie holen. Jetzt hier Sparks. Nicht schlafen. Ah! Das wäre geil, wenn es hier so einen lilanen Saturn gäbe, oder? Hallo! Flieg! Flieg, Sparrow, flieg! Das Böse ist natürlich, hier gibt es so viele einzelne Scheiß-Edelsteine. Das mag ich nicht so gern. Ich hätte lieber einfach nur so am Ende des Levels 10 Stück, die dann jeweils 25 Dinger geben. Und den Rest kann von mir aus vereinzelt irgendwo rumliegen. Also, okay. So, hier ein paar. Oh, da war wenigstens ein Zehner dabei. Ist ja schon mal schön anzusehen.
Auch nochmal 15 Stück. Stirb! 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 So viel, wie ich hier momentan finde, ne? Kann ja gar nicht mehr so viel sein. Die drei noch ein und aufladen wieder. Aber ich habe keinen Bock, dann nochmal da hochzuklettern und dann dahin zu fliegen und so ein Scheiß. Oder hin zu gleiten, besser gesagt. So, ist das jetzt das hier gewesen, oder? Okay, sieht fast danach aus. Wie fehlt mir jetzt noch? 22 Stück. Die könnten wirklich da in, in der einen Kiste sein. Fass. Kiste, irgendwas. Ihr wisst schon. So. Komm ich hier nochmal zurück? Da unten durch, glaube ich, oder? Wo war denn der scheiß Aufzug nochmal? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da unten rechts angefangen habe, oder? Der kann ja gar nicht, der muss ja da hinten der Verbindungspunkt sein. Da so irgendwo. Hier drüber? Nein, kann ich natürlich nicht. Schade. Ja, aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als mal hier das Fliegen ein bisschen sein zu lassen. Aber wobei, da oben. Gut. Das ist nur Dekoration. Oh mein Gott. Dekoration. Da ist nichts. Und nirgendwo. Wo war denn der scheiß Aufzug? Da unten war doch was. Hier. Sehr schön. Lade ich doch nochmal auf, eben schnell. Ich muss mich leicht räuspern. Ja. 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 Und runter. Schneller, 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 schneller. So. Ja. Schnell wieder hoch. Ich müsste ja eigentlich schon im Bereich sein. So, wo war die Scheißkiste da oben, genau. Und stirb. 22 Stück bitte. Das sieht sehr gut aus, das sieht sehr gut aus. Oh yeah. Ist das ein befriedigendes Gefühl. Okay, ich hab die Hoffnung gehabt. Wenn ich gut bin, schaffe ich das sogar noch ins Ziel zu fliegen. Boah! Dafür musst du ja jetzt aber ein bisschen Gas geben, der Aufzug, bitte. Oh komm, das schaffst du, Spyro. Und. Jawohl! Oh, perfekt. Super, geil. Wunderbar, 400 Schätze mehr. 5100 Dinger. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind aber relativ weit gekommen. Ich bin überrascht. Also, gut, ich nehme jetzt wieder fast 2 Stunden auf, aber es kam mir vor wie nichts wirklich. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Aufnahme. Und an den Parts natürlich auch. Hat schlecht begonnen, hat aber ganz gut geendet. Das letzte Level war wirklich cool. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich hoffe auch, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen, wo ich dann die letzten Sachen zumindest prozentetechnisch erledigen werde. Vermute ich mal, einfach. Oder ist ja jetzt noch ein Level beigekommen oder war das schon dabei? Gut. Heißt, 2 Level fehlen uns noch und der Endgegner. Vielleicht kommen noch ein paar dazu, wer weiß, wer weiß. Aber dennoch muss ich jetzt erstmal schauen, wie viel ich habe, wie viel Prozente. Ich schätze mal 91 vielleicht, wenn ich Glück habe, 91%. Nein, 92, ich habe sogar ganz gut geschätzt, wow. Die 100%-Challenge wäre also fast erfüllt und danach legen wir dann los mit den Könnerpunkten. Ich freue mich riesig, wirklich. Naja, ist auch egal. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Und ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.